Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu Teil 3 unserer neuen Serie Blitzschnell erklärt. Heute im dritten Teil, wie schon vorangekündigt, geht es um die sogenannte Blitzleistung. Was braucht man wirklich? Wie hell ist dieser Blitz oder was besagen die Zahlen auf den Blitzen ja wirklich aus, damit wir uns ein Bild wortwörtlich davon machen können, wie viel Blitzleistung ich natürlich brauche. Abhängig von der eigentlichen Leistung arbeiten wir später auch noch mit Aufsätzen, Diffusoren oder wie auch immer das Ganze heißen mag und Softboxen. Und das alles schluckt, nur mal so als Gedanke, am Ende doch sehr, sehr viel Licht. Und das sollte man vielleicht auch beim Kauf eines Blitzes vielleicht noch mitberechnen. Ja? Genau. Fangen wir aber erstmal an mit der sogenannten Leitzahl. Aber deine Profi-Blitze, da steht keine Leitzahl drauf, sondern Milliwatt. Genau, Milliwattsekunden, beziehungsweise Wattsekunden. Dieser hier zum Beispiel hat 200 Wattsekunden. Wattsekunden, ich glaube, ja. Steht ja auch Bezeichnung 200D von Godox. Genau. Der liegt, glaube ich, so ungefähr bei 80, einige liegen so bei 60 und so weiter. Nur was heißt das jetzt? Die Leitzahl um Milliwattsekunden, wir sind jetzt mal ganz großzügig. Wir sagen mal, das ist die gleiche Zahl. Lasst euch da jetzt nicht so doll verwirren, denn es geht nachher darum, ihr habt auch irgendwann mal gelernt, wenn eine Glühlampe ein Leuchtmittel so und so viel Watt hat, dann wisst ihr ungefähr, was ihr davon erwarten könnt, wie hell das Ganze ist. Und so ist es bei diesen Blitzen natürlich auch. Voraussetzung, dass wir berechnen könnten, wie hell so ein Blitz ist, ist, dass die Kamera eingestellt ist auf den ISO-Wert 100, auf jeden Fall. Denn dann gibt es keine Varianten, denn die ISO-Zahl würde ja immer versuchen, dagegen zu arbeiten. Was auch noch dazu kommt, und das ist vielleicht auch mal eine Erklärung bei den Blitzen, auch da kann man einen Millimeterwert einstellen. Genau, die meisten Blitze, die auch als Aufsteckblitze funktionieren, haben eine sogenannte Zoom-Funktion. Die hört man auch immer, wenn man die Blitze anmacht, dass einmal diese kleine Blitzröhre vor und zurück gehen kann. Mhm. Und die wird üblicherweise eben auf den gleichen Zoom-Wert eingestellt wie das Objektiv, was man gerade auf der Kamera hat, damit eben das Blitzfeld auch kleiner oder größer wird, damit man nicht zu viel Licht irgendwo in die Gegend rumschickt, wo man es gar nicht braucht. Ja, ich habe mal Beispielbilder gemacht mit meiner Kamera, habe das Ganze auf 28 mm gestellt, habe ein Foto gemacht und die Wand da hinten war auch gut ausgeleuchtet. Dann habe ich den Blitz eingestellt auf eine Millimeterzahl von 105, also einen viel, viel schmaleren Winkel. Und da kann man sehen, ups, eine Riesenvignette. Der Blitz ist natürlich da so, ja, nur im Zentrum ausgeleuchtet. Und genau das ist der Knackpunkt bei der Angabe der Leitzahl. Normalerweise sollten diese 28 oder dieser weitere Winkel, der sollte maßgeblich sein für die wirkliche Leistung. Und jetzt kommen wir zu dieser ganz, ganz schwierigen Rechenaufgabe. Die Leitzahl teilt ihr durch die eingestellte Blende, vorausgesetzt, ihr habt eure Kamera auf den ISO-Wert 100 gestellt. Und dann erhaltet ihr die sozusagen maximale Meterangabe, wie weit ihr von eurem Motiv entfernt sein könnt. Hätte ein Blitz eine Leitzahl von 40 und ihr hättet eine Blende von 4 eingestellt, könntet ihr also 10 Meter weit weg vom Motiv stehen und das würde wahrscheinlich bei voller Leistung noch ausgeleuchtet sein. Genau. Also wer gerne rechnet, kann das so machen ja. und sich selber ausrechnen, wie stark muss mein Blitz sein. Letztendlich, was sich sehr gut mit dieser Leitzahl eignet, ist einfach, um verschiedene Blitze miteinander zu vergleichen. Genauso wie du schon mit den Wattsekunden gesagt hast. Mhm. Wenn ich einen Blitz habe, der 400 Wattsekunden hat und einen, der 200 Wattsekunden hat, ja, dann wird der mit den 400 Wattsekunden ungefähr doppelt so hell sein wie mein anderer Blitz. Mhm. Und so ungefähr kann ich mit der Leitzahl auch arbeiten, einfach um die Blitze zu vergleichen und zu schauen, ja gut, wie viel Leistung brauche ich denn? Genau. Und wenn ihr jetzt gerade hört, Leitzahl 40, was ja eigentlich gar nicht viel ist, und ich sage, das Motiv ist 10 Meter weit weg, dann denkt ihr, boah, das ist ja so hell, das reicht ja auf jeden Fall immer aus. Aber wie gesagt, irgendwann kommt das große Thema Lichtformer und alles, was damit zu tun hat. Und diese Lichtformer, die schlucken richtig viel Licht. Und da wird selbst eine Leitzahl mit 80 oder 100, manchmal sogar noch zu wenig. Es gibt Möglichkeiten, da braucht man noch leistungsstärkere Blitze, wie zum Beispiel hier dein AD200. Der hat schon mal wieder richtig Power. Genau, zumal man auch sagen muss, dass ich eigentlich selten mit den Blitzen wirklich auf voller Power blitzen möchte, weil der Blitz dann auch noch immer wieder Zeit braucht, um neu aufzuladen. Mhm. Wenn er mit Batterien läuft, dann sind die Batterien schnell leer. Also man ist ohnehin ganz gut dran, wenn man auf der Hälfte oder der Viertel Power von diesem Blitz überhaupt erst anfängt. Ja, was würdest du empfehlen, ab welcher Leitzahl
sollte man so die ersten Blitze sich wirklich holen? Dass du sagst, man hat auch mit den ersten Lichtformern so ein bisschen seine Ruhe. Es kommt natürlich sehr darauf an, wo man fotografieren möchte. Ich habe bisher noch keinen Blitz erlebt, der mir im Studio nicht auch bei normalen Einstellungen, also Blende 5, 6, ISO 100, eine einfache Softbox auch gut ausleuchtet. Also selbst so ein kleiner manueller Aufsteckblitz kann da unter den Studiobedingungen eigentlich ganz gut mithalten. Mhm. Wo es natürlich etwas schwieriger wird, wenn ich auch draußen meinen Blitz anwenden möchte oder wenn ich wirklich größere Orte ausleuchten will. Also wenn mehrere Personen auch zum Beispiel, oder? Genau. Mhm. Dann wird es schon wieder so, dass ich denke, ja, okay, da wären vielleicht auch zwei Blitze. Man kann natürlich auch zwei gleichzeitig auslösen oder eben ein etwas stärkerer Blitz notwendig. Wenn ich versuche, wirklich gegen große Lichtquellen wie die Sonne oder so anzublitzen, dann werde ich mit Leitzahlen nicht mehr weit kommen, sondern dann würde ich schon die großen Blitze auf jeden Fall machen. 400 Wattsekunden und höher. Und höher dann. Ne? Ja. Man vergisst immer, wie hell die Sonne doch eigentlich ist. Ja, das zu dem Thema Leistung der Blitze. Also überlegt euch ganz genau, bevor ihr euren Blitz kauft, vielleicht ein paar Cent mehr ausgeben, etwas mehr Lichtstärke, dann habt ihr ja vielleicht ein bisschen länger auf jeden Fall eure Ruhe. Im nächsten Teil wollen wir anfangen, ankratzen. Das entfesselt Blitzen, das Auslösen des Blitzes, welche Möglichkeiten wir da haben. Ne? Genau. Gut, alles klar, das war's.